meine lieben Freunde, Löchen, Popöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raben. Ich habe ja gesagt, dass ich das Spiel eigentlich abbreche, aufgrund von technischen Problemen. Die technischen Probleme, muss ich ganz ehrlich gestehen, die gibt es eigentlich immer noch. Aber ich habe da jetzt eine andere Lösung gefunden, und zwar habe ich mich jetzt mal mit dem Thema Videobearbeitung beschäftigt und Nachrendern und Helligkeit einstellen und so weiter und so fort und bin jetzt zu einem Schluss gekommen, wo ich halt weiterspielen kann. Ich habe Bock drauf, deswegen, also wie gesagt, das Spiel ist einfach eines meiner ersten und das wollte ich echt spielen. So, beim letzten Mal, ja, haben wir ja... Na, jetzt nochmal ein bisschen das Real-Life-Layout machen. Wir haben ja hier beim letzten Mal, ich habe ja auch ein bisschen nachgeguckt, beim letzten Mal haben wir ja hier das Kapitel größtenteils beendet eigentlich. Und müssen jetzt eigentlich nur noch zurückgehen. So, die Frage ist jetzt allerdings, ob ich das erstens schon will und zweitens, ob ich hier vielleicht noch ein paar Soldaten klatschen soll. Ein paar Orks. Gibt ja immer noch ein paar Orks hier an der Seite. Ich glaube, das mache ich auch mal. Amulett der Krieger, Schutz vor Waffen, ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Dann trinke ich noch mal einen Mana-Trank. Wir sind auf Stärke aus, okay. Gut, ich darf nicht vergessen, 1000 Millionenfach zu speichern. Muss halt gucken, wie weit ich hier beim letzten Mal aufgeräumt habe, weil das habe ich jetzt nicht mehr im Blick. Ich habe nur im Blick, dass ich hier ordentlich schon was weggebechert habe. Also hier im Spiel natürlich. Und dass ich auch dementsprechend schon alles abgegrast habe, oder viel zumindestens. Hier gibt es einen Ork-Krieger, das ist soweit okay. Das ist nur einer. Mit einem komme ich klar. Der kommt jetzt nach hier hinten. Ja, komm her. Na, komm her, du Lümmel. So, das war's schon mal. Habe ich noch irgendwelche Lernpunkte? 11. Super. Dann ist der eine schon mal hinüber, ohne dass ich großartig Damage bekommen habe. Das ist schön. So, jetzt... Ach, der läuft mal wieder komplett falsch. Ach ja, speichern in dem Spiel, mein liebster Freund. Oh, beide wollte ich eigentlich nicht. Ich kann es mal probieren. Vielleicht kann ich den einen so, dass der so am Baum hängen bleibt. Nein. Super! Ja, das wusste ich nicht, dass das so gut klappt. Aber da hatte ich auch so ein bisschen Glück, muss ich gestehen. Das ist die Frage. Habe ich noch leichte Wunden heilen? Ist das eine Rune oder nicht? Leichte Wunden heilen ist eine Rune. Gut. Dann nehme ich die doch mal. Warum eigentlich nicht? Und natürlich schön speichern. Darf natürlich nicht vergessen werden. Da unten ist noch so ein Ork.
Und sind auch noch ein paar. Also richtig aufgeräumt habe ich hier echt nicht. Also schon, ich habe schon für den ersten Besuch im Miental habe ich gefühlt schon sehr, sehr viel gemacht. Die kommen nicht und da stehen zwei. Das bedeutet, ich muss eigentlich woanders da lang. Ich kann das mal probieren, hier lang zu gehen. Die Drachensnapper habe ich wohl auch schon platt gemacht. Mit denen möchte ich mich eigentlich nicht anlegen. Gut, ich habe nur ein Akro, das ist perfekt. Ich kann es mal probieren, vielleicht schaffe ich es ja. Wenn er mich halt trifft, bin ich am Arsch, ne? Ja, das war klar. So. Ich finde aber, das ist nicht unmöglich. Ich muss den nur irgendwie an die Wand kriegen. Und dann sollte das gehen. Perfekt. Nichts zu plündern. Das ist aber natürlich immer ein Spiel mit dem Feuer. Entweder kriege ich es hin oder kriege ich es nicht hin. Naja, auf jeden Fall habe ich so gedacht, die Aufnahme von Gothic 2 geht jetzt ohne Schnickschnack. Das bedeutet, das mache ich jetzt mit... ganz normal Shadowplay. Und die Videodatei, die dann soweit fertig ist, die bearbeite ich danach. Sprich, mache den Hintergrund ein bisschen heller, dass ihr dann auch mal seht, was ich hier mache. Feuerwurzel, geilo! Feuerwurzel ist immer nice. Weil daraus kann ich mir nämlich so einen komischen Trank machen. Die Frage ist, habe ich noch genug Kronstöckel? Feuernessel. 3 Kronstöckel habe ich. 40 Feuerwurzeln. Boah. Blauflieder, Waldbeere. Jo. Super eigentlich. Dann kann ich nämlich, da ich ja sonst keine anderen Sachen habe, würde ich nämlich die Kronstöckel, die ich finde, dazu benutzen, mir einfach, wie heißt's? Mana-Tränke zu machen, dass ich nämlich ein bisschen mehr Mana bekomme, weil 57 Mana ist okay, aber es ist ein bisschen wenig, als Magier zumindest. So. Doppelt gemoddelt hält besser, lieber speichern als rumeiern. Jetzt muss ich mal gucken, weil ich muss ja auch mein iPad langsam laden. Ja, das Handy ist voll genug. Jetzt kann ich schon mein iPad mal vollstöpseln, weil das fungiert immer bis jetzt als Stoppuhr. Wäre vielleicht mal klug, sich mal eine Stoppuhr zu holen. So eine kleine batteriebetriebene, obwohl, ja, das ist immer so eine Sache. Sollte man sich das holen? Das ist zwar ein ganz nettes, simples Gadget, aber wenn das iPad das halt auch macht und ich sowieso am Schreibtisch immer arbeite, dann ist halt die Frage, macht es Sinn, sich da noch was zu holen? Das ist dann wieder so ein Ding. Es ist nett zu haben, aber ich brauche es halt nicht. Na, das sind beide. Ich bin nicht ganz voll. Na, ich probiere es einfach mal. Ich habe gespeichert. Kann man ja ruhig mal was riskieren. Ich krieg zu viel auf die Fresse.
Ja, das war aber klar. Spielstand laden. Erstens habe ich zu viel auf die Fresse bekommen von den beiden. Zweitens war ich so ein bisschen unvorbereitet. Na komm, die Tränke kann ich ja ruhig noch nehmen. Beim Feuernessel. So, was habe ich denn sonst noch für Runen? Vielleicht kann ich ja mal mir die Wurzel schlingen. Ich habe keine Ahnung, was das Mana kostet. 50 Euro, das frisst natürlich mein gesamtes Mana. Das ist nicht so geil. Naja, wenigstens kann ich jetzt ein Fullbild spielen und da leckt es nicht so rum und alles und... Oh, perfekt. Das ist ja wunderbar. Na komm. Jo, der hat gefressen. Perfekt. Das war wirklich perfekt. Oh, der hat so schön gefressen. Oh, geil. Na komm her, du Lümmel durch. Das muss gespeichert werden. Wie gesagt, ich bin hier immer noch so ein bisschen unsicher. Wir sind immer noch nicht hier die Chefs im Haus. Heilwurzel, Feuerwurzel. Oh Mann, ich will so viel Grundstücke haben. So viel gibt's gar nicht. Könnt mir natürlich irgendwas organisieren. Oh, Inquisitor. Hier liegt Zeug rum. Wie schön. So, vielleicht klappt's. Vielleicht kriege ich beide Aggro. Ja, gut. Aber das kriege ich schon hin. Oh, perfekt, der hängt da unten fest. Na, da habe ich jetzt eins auf die Backen bekommen. Das macht aber nichts. Ich darf nicht zu weit nach hinten gehen. Jawohl, der hat wieder gut gefressen. So, jetzt hole ich mir hier den Feldnöterich, oder? Ja, ist ein Feldnöterich. Na gut, wenn der da so hängen bleibt, vielleicht... Was habe ich denn auf der Armbrust? Armbrust 20%, das ist fast nix. Kriegt er überhaupt Schaden durch die Armbrust? Ja, minimal. Na dann komm mal her. Gut, ja, wenn da nichts zu holen ist. Mal ein Schinken, lecker. Ein bisschen Mana, ein paar Bierchen reinballern, so gehört sich das. Wanzenfleisch ist auch okay. Eieiei. Stimmt, ich habe ja noch die Äpfel. Ah, ja, muss ich jetzt mal kurz, ist mir eine Wimper ins Auge gefallen. Supi. So, wie gesagt, da ich mir jetzt die Videos theoretisch zweimal angucken muss, einmal beim Erhellen sozusagen, das läuft dann genauso lange ab, wie das Video lang ist, leider. Ich habe das mal ausgetestet mit einem 5-Minuten-Video. Werde ich die Parts ein bisschen länger machen. Also ich denke mal so im 20-Minuten-Bereich, das ist völlig in Ordnung. Dann habe ich nämlich auch Zeit, alles zu machen und so weiter und so fort.
Obwohl 30 Minuten eigentlich auch ganz gut sind, weil bei Shadowplay muss ich ja immer erstmal speichern. Ein Schritt zurück. Ne, sind doch beide. Gut. Macht aber nichts. Wenn ich vorbereitet bin, ist das okay. Solange der eine schnell vonstatten geht. Ist der andere auch kein Problem. Der darf mich jetzt nur nicht so oft erwischen. Na komm her, du Lümmel. Na, ich muss mich für eine Seite entscheiden. Du haust die Luft, das ist gut. Das war knapp. So, zum Glück habe ich die Heilrune. Jetzt könnte ich eigentlich den ganzen anderen Kram verkaufen, aber das kann alles weg. Das dauert mir einfach zu lange. Dann nehme ich einfach hier so ein Ding und dann ist gut im Karton. Die geben 50 Mana. Ja, ist doch ganz gut. Ist ganz okay. So, ich habe immer noch 11 Lernpunkte. Ist die Frage, ob ich noch was in Stärke investieren möchte oder nicht. Ich persönlich würde ja sagen, es reicht. Auf der anderen Seite, was habe ich denn hier? Langschwert, 85 zu 85. Rapier, benötigte Geschicklichkeit. Ja, Rapier ist natürlich nice, ne? 100 Schaden, benötigte Geschicklichkeit und Einhandtalentbonus. Jo. Die Frage ist, stecke ich noch was? Inquisitor, 110 Stärke, 110 Jo. Und Orkschlechter natürlich auch 130. Ja, auf jeden Fall noch weiter Stärke, aber 50 Geschick kann man machen. Weiß halt nur nicht, ob ich noch irgendwo was finde oder ob ich dann wirklich anfangen sollte. Ist wieder so eine riesige Gruppe, ne? Das gefällt mir nicht so. Wenn ich die angreife, kommen sie alle, ne? Gut, dann laufe ich nochmal weg. Weil der Schamane ist mir zu stark. Die zwei Orks wären nicht das Problem. Die Elite ist halt das Problem. Wenn die mich trifft, bin ich halt wirklich am Arsch. Ja, das war klar. Lass mich mal kurz überlegen, wie ich das am besten anstelle. Ich muss einen von denen aggro ziehen. Also ich muss die irgendwie versuchen, einzeln zu kriegen. Und das ist halt der Kniff dabei. Da kommen sie wieder alle. Ich muss mich einfach auf die Elite konzentrieren. Nee, das kannst du vergessen. Gut, dann würde ich sagen, komme ich beim nächsten Mal dann später wieder. Es reicht ja, wir haben ja ziemlich viel aufgeräumt. So viel hätten wir normal gar nicht aufräumen sollen. Und deswegen finde ich das soweit ganz in Ordnung. Ich würde sagen, wir machen uns dann auch auf zum Ende vom Kapitel 2. Dann sind wir auch ungefähr bei ein bisschen mehr als 20 Minuten. Und das reicht dann auch für diesen Part. So würde ich das in Ordnung sehen. Wir können uns natürlich, auch Teleport zur Burg, Pass am Minental. Ja, warum nicht?
Warum nicht? Ah, da ist der Diego. Diego! Diego! Hallo, erschreck dich nicht. Ich bin's, ich bin's. Das alte Haus. Hey. Kannst du klar. Ich hätte gern ein bisschen Geschick. Danke. Du hast schon etwas an. Danke. Perfekt. Ich habe mir gedacht, jo, warum nicht? Vor allem ist der Rapier eigentlich ziemlich gut, ne? Der ist ein bisschen besser als unser Langschwert. Langschwert ist ein bisschen länger, aber der Rapier ist eigentlich ganz gut. Und vor allem gibt er uns noch Einhandtalent-Bonus. Sind wir Meister. 68%, da möchte ich natürlich auch noch was investieren. Kapitel 3, das Auge Innos. So, die Viecher liegen hier noch tot rum. Kann ich die looten? Nein. Jetzt gibt's auch neue Gegner. Allerdings würde ich sagen, das machen wir beim nächsten Part. Dann würde ich nämlich das hier beenden und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Danke fürs Reinschauen. Tschüssi.